Hallihallöchen alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Ich freue mich sehr, dass ich euch hier wieder begrüßen darf. Wir haben 25.000 auf dem Konto. Wann sind wir denn so reich geworden? Wir machen heute nicht so einen komischen Rundkurs. Schnickschnack, wir haben hier noch vier hässliche Rundkurse. Wir haben auch noch URL-Rennen, da können wir auch demnächst mal widmen. Aber wir haben auch noch schöne Sachen. Es gibt auch schöne Dinge im Leben. Zum Beispiel Dragrennen. Und deswegen fahren wir ein Dragrennen, machen dann noch hier das Cover, machen das nächste Dragrennen. Wir machen Sachen, auf die ich Bock habe. Achso, wir sind auf manueller unterwegs hier heute, oder was? Anscheinend. Na gut, dann fahre ich halt manuell. Ist ja okay. Naja, wenn wir Drag fahren, ist das ja gar nicht so verkehrt. Manuell brauchen wir dann sowieso. So, wir müssen hier, glaube ich, links. Genau, hier ist unser Rennen. Und da liegt auch noch Geld, direkt daneben. Wunderbar. Ah, das ist sogar noch von Elton, von der Stufe davor. Das sind nämlich nur 100 gewesen. Wir kriegen in der derzeitigen Stufe nämlich eigentlich 200. Der vorletzte Part, nicht der letzte Part, sondern der vorletzte Part, haben wir so richtig schön Sachen geschafft. Der war relativ kurz, 23 Minuten, aber wir haben richtig viele Rennen gewonnen. Und, oh, der Nissan. Oh, der Start war gar nicht so schlecht. Dann habe ich nochmal überdreht. Das hätte nicht sein müssen. Gut geschaltet. So, jetzt werden wir hier überholt. Und da kommt Verkehr. Oh! Oh, das haben wir überlebt. Gar nicht schlecht. Das haben wir überlebt. Der Kollege wurde ausgeschaltet und wir leben noch. Ihr habt uns schon im Verkehr gesehen. Aber dieser gelbe 350 Cent, das ist schon geil. So, links rüber. Wenn da jetzt plötzlich ein Auto kommt, dann ist eh Ende. Das kannst du nicht vorhersehen. Sieht aber soweit alles gut aus. Ja, erster Versuch. Der Tag fängt gut an, der Part fängt gut an, Leute. Wenn das so weitergeht, dann bin ich zufrieden. Dann erlebt ihr heute einen gut gelaunten Walle. 200 Ruf, 1200, perfekt. So kann es gerne weitergehen. So, neue Auswahl an Carbon-Motor. Ja, komm, nee, komm. Hör mir auf, wir brauchen zwar 6 Sterne, aber wir warten noch ein bisschen, bis wir andere Sachen kriegen. Und dann holen wir uns die 6 Sterne. Ja, komm, wir fahren mal zu dem Cover-Ding da hinten, dann machen wir das und dann machen wir da noch den Track, der daneben ist, wenn wir schon mal da sind und all so Sachen. Wäre das nicht schön, wenn das immer so läuft, wie gerade dieses Rennen? Einfach nur die Sachen wegradikalisieren, Rennen starten, eine Minute später fertig sein. Manchmal läuft es halt, manchmal läuft es nicht. So, hier ist das Rundkursrennen, das ist aber auch auf der Karte. Wir fahren jetzt erstmal hier durch und fahren erstmal das Track-Rennen, was auf der anderen Seite ist. Ach so, hier ist auch unser Sternding, aber ja, mit dem müssen wir wieder irgendwo hinfahren. Deswegen fahren wir erstmal noch zu dem Dragrennen, machen wir noch, wenn wir schon mal hier sind. So, mal gucken, was da auf uns wartet. Ob wir das auch wieder so schön im ersten Versuch hier wegballern. Unser Traktor, ich zeig dir gleich mal einen Traktor. Oh, Subaru dabei, MX-5 dabei. Carbon überall am MX-5, ne? Boah, inzwischen ist dieser Schaltpunkt fürs perfekte Schalten so klein geworden. Ist so kurz nur noch. Habe ich auch alles zu früh rausgeballert. Ist egal, wir sind trotzdem ganz gut dabei. Wir können das noch gewinnen. Insofern noch nicht aufgeben. Ich glaube nur, wir haben das Problem, dass unser... Ja, da kommt unser Motor. Der wäre jetzt weg gewesen. Aber wir gewinnen das. Seht ihr, deswegen gibt man niemals auf. Man kann am Ende immer noch gut rankommen mit Windschatten und sowas. Den Mustang hat es zerlegt und uns hätte es fast zerlegt. Der Motor wäre fast hochgegangen. Aber nächstes Rennen gewonnen. Ja, auch wieder im ersten Versuch. Also so kann das gerne weitergehen. Neue Scheinwerferfarben sind bei allen Spezialteile-Shops erhältlich. Okay, wir müssen dann... Wir sammeln mal ein bisschen und dann schauen wir irgendwann mal durch die ganzen Nachrichten durch und gucken dann mal im Händler vorbei, was wir alles neu bekommen haben. Aber wir machen jetzt erstmal ein paar Sachen und fahren dich jetzt mal hin und zurück zum Tuner. Unter anderem hier dieses kleine Cover. Oder was auch immer das ist. Fotograf wird nicht die ganze Nacht warten. Das ist 1 Minute 50. Okay, Moment. Ja, wir sind ja mit fetten Teilen unterwegs, ne? Wir hatten ECU zuletzt bekommen, Turbo hatten wir bekommen. Einige Tuning-Teile die letzten Parts reingeballert nochmal in den Wagen und der ist jetzt richtig böse schnell. Hat man auch gerade schon wieder im Dragrennen gesehen. Ich weiß nicht, was da unsere Höchstgeschwindigkeit war. Ich hätte eigentlich mal darauf achten sollen. Aber das war auf jeden Fall schon ziemlich flott, was da abgegangen ist. Pulsneon haben wir neuerdings auch, stimmt. Super schön und super sexy. Pulsneon braucht jeder. So, schaffen wir es denn in 1,50? Ja, ne? Wir haben noch eine ganze Minute. Sind auch schon relativ nah. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Da, nutzen wir mal hier. Okay.
So, noch ein paar Kürfchen. Wir sind aber auch, wir haben nur noch 30 Sekunden. Also so viel Zeit war da nicht mehr am Ende. Wenn wir uns ein, zwei Verkehrsunfälle gegönnt hätten, dann wäre das Ganze schon ziemlich knapp geworden. Aber so haben wir noch 25 Sekunden gehabt. Kein Problem. Dein Rennen muss den Jungs von Automax gefallen haben. Du bist nämlich auf dem nächsten Cover. So, wir nehmen wieder die Skyline mit. Ich finde das eigentlich ganz geil da hinten. Das sieht doch ziemlich schön aus. Mit dem Atomkraftwerk oder ohne? Ohne Kraftwerk. Muss kein Atomkraftwerk sein. So. Das ist gut. Protzen, dann zeigen wir mal unseren Motor. Der hat nämlich zuletzt richtig fette Teile bekommen. Foto machen. Sehr schön. Automax Magazin. Der hersenkrakende Buzzelfanje ECU. Das ist wahrscheinlich jetzt doch wieder irgendwie holländisch oder was auch immer. Und wir kriegen 1080 dafür. Perfekt. Nehmen wir gerne mit. Leicht verdientes Geld hier. Ein bisschen posieren mit dem Wagen und schon hat man leicht verdientes Geld. So, wo wir jetzt gerade sind, gibt es gar keinen Rennen. Da unten gibt es Rundkurse überall. Ich will aber keinen Rundkurs. Wir fahren zum Streetcross. Streetcross können wir machen. Ich mag alles außer Rundkurs. Ich mag sogar URL-Rennen. Die sind auch Rundkurs. Aber die mag ich noch lieber als Rundkursrennen. In der Reihenfolge der Lieblingsevents ist Rundkurs ganz, ganz unten. Was ich sehr gerne fahre, sind Drag-Rennen, weil die sind schnell und die machen Spaß. Die sind spannend. Was ich auch gerne mache, sind Drift. Ganz besonders gerne Downhill-Drift. Streetcross mache ich gerne. Wenn die Musik wieder so richtig eskaliert, das ist das, wo die Eltern sagen, warum hörst du denn so aggressive Musik, mein Kind? Oh, der, nein, die oder der Supra sieht auch gar nicht schlecht aus in dem dunklen Blau, aber wir werden mal eben die Schaltung wieder auf. Ah, der Spoiler ist ein bisschen hässlich, aber ansonsten Supra immer geil, immer gerne. Jungs, was macht ihr denn hier? Fahrt doch mal die Kurven normal, wie ein normaler Mensch, mit einem normalen Auto. Eclipse dabei, Sentra dabei. Ist mir eigentlich egal, was dabei ist, weil jetzt in wenigen Sekunden werden wir die sowieso nie mehr sehen, weil wir dann vorne sind und... Ey! Weil wir dann... Ja, sag ich ja, weil wir dann vorne sind und den ersten Platz halten. Ist eigentlich egal, wer mitfährt. Es sind halt irgendwelche unbedeutenden Leute, die hinten sind und das Rennen verlieren, ne? Was für ein Auto die fahren, ist dabei nicht relevant. So, wunderbar, das klappt doch ganz gut hier. Zweite Runde sind wir dann auch in Führung gewesen. Ab geht's in die dritte. 23 Sekunden für eine Runde ist natürlich schon sehr kurz. So habe ich das gerne, meine Rennen. Dann können wir nämlich jetzt, dann haben wir hier in 5 Minuten oder so, haben wir 3 Rennsiege geholt und ein Cover. Das muss man erstmal schaffen. In anderen Parts ist das ein Part, ne? Wenn du Rundkurse fährst, 3 Rundkurssiege sind schon mal ein Part locker. Aber mit Drag und Street Cross kannst du damit locker mal flockig hier. Locker mal flockig, genau, Walle. Kannst du hier mal locker flockig so ein Part durchballern und Rennsiege holen. Und das sind die Parts, die ich persönlich am liebsten mag, wo wir richtig schön viel schaffen und nicht viel Zeit dafür brauchen. Das sind meine Lieblingsparts. Ihr mögt wahrscheinlich auch die Parts, wo ich richtig schön auf die Fresse kriege und mich ordentlich aufrege, aber die mag ich persönlich nicht so gerne. So, das war's auch schon. 1:39, nächster Sieg. So kann das gerne weitergehen. Schon mal vom Stuff Magazine gehört? Sind gerade auf Fototour. Sorg für ein gutes Ergebnis und das Titelbild gehört dir. Das Stuff Magazin. Okay, okay, okay. Neue Auspuffländer auf Lager. Gibt ein Oh, das ist sehr gut, wenn wir vorbeischauen. Und einer meiner Kontakte hat mich gerade angerufen, weil wohl ein Fotograf von Stuff Magazine. Ja, okay. Ist egal. Machen wir. Bevor wir uns den neuen Auspuff einbauen, fahren wir noch eben das Sprintrenner. Ich hoffe, dass es wirklich. Hey. Ganz ruhig heute, Walle. Nicht so schnell reden. Ich hoffe, dass es wirklich mal kurz mitnehmen, das Sprintrennen. Und nicht, wir brauchen da jetzt 20 Versuche für, sondern mein Wunsch wäre, wir nehmen das mal eben mit. Wir gewinnen das beim ersten Versuch ohne Probleme. Weil hier in den Canyons, hier in den Heights, die Rennen sind teilweise sehr hart. Ah, es geht gar nicht in die Heights. Okay, dann können wir es aber schaffen. Der Sprint geht gleich los. Okay. Evo ist am Start, Audi TT ist am Start, Mazda MX-5. Oh, der Evo, ähnliche Farbe wie wir. Ja, auch blau. Ey, guck mal. Wir haben unseren Seelenverwandten gefunden. Evo in lila mit blauen Felgen. Das sind wir. Nur als Evo. Geil. Der Boy hat auf jeden Fall guten Geschmack, muss ich sagen. Guck mal hier, links von uns. Ich gebe extra mal kein Gas. Na gut, das habe ich jetzt davon. Gut, der TT ist auch so ein bisschen lila, aber der Evo ist wirklich unser Seelenverwandter. Ganz ähnliches Tuning und ebenso ein geiler Wagen. Supra, Evo. Gibt sich nicht viel. Beide ziemlich geil. Achso, wir wollten das ja beim ersten Versuch gewinnen, ne? Dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen konzentrieren und mal nach vorne fahren.
unschön, was hier abgeht. Einfach nur unschön. Ob das für den Versuch, ob das für den ersten Besuch reicht hier heute, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Wobei, jetzt gerade kommen wir ziemlich gut ran. Wir haben auch natürlich richtig Topspeed, ne? Mit Turbo und ECU. Dann lassen wir die Gegner einfach stehen auf der Graben. So, ich meine, wir sind bei 70%, wir sind vorne. Wenn wir das jetzt hier beim ersten Versuch gewinnen, ne, ganz ehrlich, dann wird das schon wieder so ein Part wie der vorletzte. Ja, okay, darf man gar nicht von reden. War dumm, davon zu reden. Okay, sehe ich ein. Zu früh gefreut. Ich habe die 75% gesehen und dachte so, okay, das Rennen ist gecheckt. Ja, jetzt habe ich es komplett. Okay, komm. Neu starten. Eigentlich hätte ich es inzwischen besser wissen müssen, oder? Nachdem uns das so oft passiert ist, sollte ich eigentlich mal aus meinen Fehlern lernen. Sollte man meinen. Was ist denn los hier, ey? Ich dachte, ich fahre da links vorbei, aber irgendwie anscheinend nicht. Habe ich heute schiefen Blick oder was ist am Start hier? Schiele ich heute oder was? So, jetzt nicht schief gucken, ne? Am Verkehr vorbei. Am Verkehr vorbeifahren, dann fahre ich jetzt fast statt Disney. Was ist denn los hier? Ups. Haben wir den MX-5 als Rampe genommen oder was? Anscheinend. Und hier habe ich dann immer verkackt. Entweder Verkehr oder Fass. Eins von beidem. Man kann sich's aussuchen quasi. Und heute nehmen wir mal nichts mit. Das ist unser Versuch hier, glaube ich. Eieieiei, es ist aber auch wirklich immer irgendwas Böses im Weg, ne? Meine Fresse. So, hier in der Kurve ist immer gerne Verkehr, ne? Da müssen wir aufpassen. Wunderbar, gut durchgekommen. Ganz knapp am Taxi vorbei. Taxen sind dein bester Freund, wissen wir alles. Und hier kommt dann da der Verkehr um der Kurve. Um die Kurve kommt dann der Verkehr da geschossen, ey. Meine Güte, das ist wieder so mies platziert da. Aber wenn wir das jetzt geschafft haben, dann können wir das Rennen. Nee, ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Ja, ich sag gar nichts. Ich verzweifle hier noch, Leute. Ich verzweifle hier noch. Jedes Mal kurz vorm Ende. Ich krieg zu viel. So, jetzt bin ich gespannt. Mal gucken. Verkehr oder Fass oder sonst irgendwas? Nee, alles leer. Okay. Erstaunlich. Dann kommt jetzt noch die andere Kurve. Pass auf. Hier nach der Kurve müsste doch noch was kommen. Nee, auch noch nicht. Aber die Gegner kommen näher. Und wir wollen noch überholen, aber das lassen wir natürlich nicht zu und holen uns ganz locker flockig ohne Probleme natürlich den Sieg, ne? Erster Versuch quasi. Alles gut. Eben mal das Sprintrennen mitgenommen. Gar kein Problem. Kann man machen. So, wir fahren zurück zum Tuner. Wir gucken mal nach den neuen Auspuffrohren. Weil so ein fettes Endrohr kann die Supra auf jeden Fall gut gebrauchen. Nochmal zum Thema der und die Supra übrigens, weil das unter jedem Part jetzt noch diskutiert wird. Mein Bauchgefühl war auch der Supra, der Toyota Supra. Aber es gab dann immer Leute, die geschrieben haben, das heißt die Supra. Dann habe ich auch geguckt bei Autoscout und so, da wurden Autos verkauft. Da stand auch teilweise, ich verkaufe hier meine Supra, die Supra. Dann bei Wikipedia steht der Supra. Dann hat jemand ganz ausführlich recherchiert und hat unter dem Part Nummer 19 oder so so einen Text geschrieben, dass man im Endeffekt alles sagen kann. Der, die und das, weil es im Japanischen gar keine Artikel gibt und keine Ahnung was. Insofern können wir wahrscheinlich sagen, was wir wollen. Dann können wir auch sagen, der Toyota. Der Super. Ist egal. Jetzt habe ich mich aber gerade an die gewöhnt, deswegen. Sowas habe ich gesucht hier. Fette Rohre habe ich gesucht. Entweder nehmen wir natürlich Rocket oder Sonic. Beide sehen gut aus. Ich muss sagen, zum Supra passt auch eigentlich so ein fettes Rohr ganz gut. Das sieht bei dem Wagen einfach gut aus. Und da kann man auch mal so ein richtig dickes Rohr dran machen. Kostet nur 300. Okay. Ja, fettes Röhrchen, das bestimmt auch bei dem einen oder anderen Hubbel mal so ein bisschen auf den Boden schleift. Aber das gehört sich so. Das muss so. Alles gut. So muss das sein. So, hier oben ist jetzt nur noch rundkursverseuchtes Gebiet. Wir fahren weiter zum nächsten Sprint. Ich habe zwar eigentlich jetzt die Schnauze voll von Sprint nach diesem einen, aber wir fahren noch einen Sprint. Vielleicht funktioniert der nächste ja besser. Am Ende müssen wir uns auch nochmal durchbeißen durch die Rundkursrennen. Ist mir egal. Wir fahren den nächsten Sprint. Hey, sieh mal her, der Sprint geht gleich los. Okay. Die Strecke sieht okay aus. Mal gucken. Toyota Corsa. Ich meine Peugeot. Ja, dann fahren wir durch die Abkürzung, wenn ihr das wollt. Peugeot, Toyota Corolla und Corsa sind halt jetzt auch nicht so die Übergegner, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Jungs, haltet euch ein bisschen zurück.
gönnt mir den Sieg, ne? Seid nicht traurig. Nur weil ich hier beim ersten Versuch den Sieg hole, müsst ihr doch nicht recht weinen. So, den ersten lassen wir hinter uns. Wir fahren rechts lang. Den schubsen wir so ein bisschen zur Seite. Haben wir nur noch den Corsa vorne, den werden wir uns auch noch eben schnappen. Und zack, weg mit dem. Oh, da müssen wir links fahren. Ach, jetzt überholen sie alle wieder. Alles klar. Dann mache ich mir die Mühe, die alle zu überholen. Weißt du, mühsam. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oh, wir sind vorne. Und dann überholen die alle wieder. So, jetzt kommen wir hier auf die lange Gerade, glaube ich. Oh ja, hier geht es jetzt schön geradeaus. Dann müssen wir ein bisschen Nitro auspfeffern, den letzten Rest, der noch drin steckt in der Flasche. Und wenn dann da jetzt nicht noch irgendwelche Lieferwagen oder so kommen. Okay, da kam noch Verkehr, aber wir haben es gewonnen. Alles gut, 1,23, sehr schön kurzer Sprint. So mag ich meine Sprintrennen. 1,23 ist super. Wir kriegen schon wieder neue Nachrichten. Neue Dachspoiler. Oh nee, nicht schon wieder. Ständig neue Dachspoiler. Ich will keinen Dachspoiler auf diesen Wagen machen. Ich will die 6 Sterne erreichen ohne. Wir hätten nämlich schon längst 6,5 Sterne, glaube ich, wenn wir Dachspoiler drauf gebaut hätten, aber... So, wir fahren auf die andere Seite. Wir machen einen Drift. Einen Drift. So, jetzt kommen wir auch gerade beim Lack, hier beim Spezialteile-Shop vorbei. Dann fahren wir mal eben rein und gucken mal. Irgendwas gab es nämlich neu. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Ich glaube Scheinwerfer oder so. Dann nehmen wir doch blau extra hell. 5,92. Gibt es sonst noch irgendwas, wo wir noch ein bisschen Sternchen rausholen können? Ich glaube nicht. Nee, sonst gibt es hier leider nichts mehr. Sind wir immer noch knapp vor 6 Sternen. Schade. Na gut, aber wir fahren mal eben hier durch den wunderschönen Tunnel. Ey, wer hat sich eigentlich so einen Tunnel ausgedacht mit solchen Kurven? Ich weiß es nicht. Bestimmt bautechnisch auch nicht so geil. Aber okay. Fettes Endrohr, das Endrohr nehmen wir mal eben mit und fahren damit zum Driftrennen. Dann machen wir das noch. Driften mag ich eigentlich ganz gerne. Klappt nicht immer beim ersten Versuch, okay, aber macht auf jeden Fall Laune. Und dann ist danach auch noch in der Nähe ein Zeitschriftencover, das können wir auch noch machen. Aber erstmal wird jetzt die Super hier ein bisschen quer geprügelt. Wir haben dabei X7, Nissan 350Z und einen, man erkennt es schon wieder nicht, weil da Rauchqualm vor ist, ein Hyundai Coupé. Auch nicht schlecht. So, wir stellen da wieder um hier auf. Viel Spaß, Jungs. Benehmt euch. Ihr kennt das Prozedere, ne? Nicht so schnell, nicht so wild. Nicht so viele Punkte holen am besten. So, und dann fahren wir auch los. Na, für den ersten Drift. Eigentlich schon ganz angenehm, mal so eben 6000 mitzunehmen. In der ersten Kurve. Kann man machen. Ah, die 7000 hätte ich natürlich nicht so gerne in die Wand gesammelt. Das war schon ungünstig. Das sind dann 7000, die uns am Ende möglicherweise fehlen können. Dann verlieren wir knapp und dann ärgern wir uns. So, wir bräuchten halt auch mal so geile lange Drifts. Das ist alles nur so Geplinke, was wir hier machen. Wir sind dementsprechend auch nur auf dem dritten Platz gerade. Wir bräuchten auch mal ein paar geile Drifts und fette... Ja, sowas nicht, sowas eher nicht. Fette Multiplikatoren, geile Drifts, sowas wäre mal schön. Ja, die Richtung ist schon besser. Die Richtung ist schon besser, genau. Sowas meinte ich doch. So 18.000er, das ist schon besser. Der Anfang war ein bisschen müde. Nicht in die Wand, das gibt keine Punkte. Oh, der war auch nicht schlecht eigentlich, muss man mal ganz ehrlich sagen. Dann sind wir jetzt schon auf dem zweiten Platz. Wir arbeiten uns also nach vorne. So, nochmal einen 7000er mitnehmen. Ich meine, es wird schon besser, ja? Aber es ist halt auch immer noch kein erster... Doch, jetzt sind wir auf dem ersten Platz gewesen gerade, aber jetzt wieder nicht mehr. Aber dadurch, dass wir natürlich auch ein bisschen weiter hinten sind, ist das ein gutes Zeichen, dass wir nah dran sind. Dann können wir das, glaube ich, gewinnen. Wenn wir noch ein bisschen ordentliche Drifts hinlegen, könnte das was werden. Nicht immer in die Wand. Wie viele Punkte habe ich jetzt schon in die Wand gesammelt? 20.000 oder so. Unnötig. Einfach mitnehmen die Punkte. Dann ist das leichter zu gewinnen. So, dann machen wir nochmal einen schönen langen Drift draus hier. 14.000, die nehmen wir auf jeden Fall mit.
Nochmal 8000, wunderbar. Ich warte darauf, dass die Ersten ins Ziel kommen. Dann wissen wir, wie viele Punkte wir brauchen. Wir haben jetzt 100. Wir sind ganz knapp am Zweiten. Und hier driftet auch noch jemand. Das heißt, das kann noch böse ausgehen. Aber es sieht... Ah, es ist ganz knapp. Wenn ich den nicht in die Wand semmel, dann haben wir es, glaube ich. Ja, 191.000 zu 172.000 sieht gut aus. Das sollten wir gewonnen haben. Ja, das haben wir gewonnen. Wunderbar. Oh, da bin ich aber beruhigt. Da habe ich kurz gedacht, wir verlieren das noch. Haben wir sogar mit relativ gutem Abstand gewonnen. Schön, schön. Insgesamt ja eigentlich doch ein recht erfolgreicher Part, muss ich sagen. Wir fahren weiter. Wir machen da vorne noch das eine Cover-Ding. Und dann machen wir aber erstmal Schluss hier für heute. Haben wir wieder einiges geschafft hier. Oder sollen wir da eben den Sprint fahren? Ist riskant. Nee, Sprint kann auch lange dauern. Egal, wir versuchen es. Wir versuchen es. Komm. Nicht lange drüber nachdenken, einfach versuchen. So, Evo ist dabei. X7 habe ich, glaube ich, gesehen. Wir haben ein dickes Auspuff vor uns, kann nichts passieren. Oh, da geht aber einer nach vorne. Der Mitsubishi knallt nach vorne und lässt alle stehen. Und kurz danach wird er von mir überholt, insofern kein Thema. So, ich hoffe, das Rennen ist nicht allzu lang. Einfach nochmal eben schnell mitnehmen. Ganz ehrlich, das ist riskant bei Sprintrennen mal zu sagen, mal eben mitnehmen. Das könnte jetzt auch wieder lange dauern. Ich hoffe, dass wir das einfach schnell gewinnen. Das wäre wirklich schön. Nicht lange fahren, einfach nur einmal kurz den Sprint noch mitnehmen, Cover noch holen und dann haben wir einen erfolgreichen Part gehabt rundum. Aber wenn wir den jetzt mehrfach fahren, dann wird das diesen Part noch so ein bisschen kaputt machen und in die Länge ziehen hier, komm. Einfach anstrengen und machen. Schön auf der Autobahn, ein bisschen Gas geben, na, Verkehr einfach ausweichen und nicht mitnehmen, dann ist alles gut. So, 300 km/h haben wir geknackt. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht so oft gebrochen. Oder sind wir schon oft über 300 gefahren? Ich glaube nicht. So, 60%. Das Rennen ist also relativ lang und ich bin jetzt leider falsch rumgefahren. Das wird ein bisschen länger dauern hier. Dafür zünde ich dann ein bisschen Nitro. Dann können wir vielleicht vorne dranbleiben. Ja, die fahren jetzt da rum. Ich fahre hier rum. Oh, das ist aber gut gegangen eigentlich. Insgesamt ist das gut gegangen. Wir sind immer noch vorne. Man nimmt schon mal die eine oder andere Ecke mit. So ist das halt im Leben. Meine Güte. Ist okay. Solange wir vorne bleiben, ist das okay, ab und zu mal eine Ecke mitzunehmen. So, jetzt wird es nochmal böse kurvenreich hier in der Stadt. Oh nein, dieser Abschnitt. Ich hasse ihn. Fuck. Konzentriert bleiben. Ja, ja, da wollen sie nämlich überholen. Die blöden Penner, die wollen nicht nur überholen, sie überholen sogar. Wir müssen den loswerden. Wir haben nur noch 10%. Oh, komm schon. Das ist so knapp. Komm schon. Ja, 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 ja. Wow. Yes. Eieieiei. War das am Ende. Shit, war das am Ende knapp. Geil. Erster Versuch. Das wollte ich doch nur haben. Das Spiel wollte es spannend machen, aber es hat uns den Sieg dann doch gegeben. Bring den Look dann sein. Die neuesten Felgen. Oh ja, Felgen. Aber ich habe Enkai drauf, die mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. War das geil. Dann war es am Ende doch ein geiles, spannendes Rennen. Aber ich hatte wirklich Schiss, dass wir das noch verlieren. So, wir machen jetzt auch noch eben hier 1,20 noch eben zum Cover fahren. Kriegen wir hin. Und dann ist aber Schluss heute. Und dann war es dann doch rückblickend ein sehr erfolgreicher Part. Viele Rennen geschafft. Bisschen Cover, bisschen Auspuffrohr. Und insgesamt ein sehr schöner Part. Da bin ich doch zufrieden. Da ist der Walle doch zufrieden. So, wir gucken auch gleich nochmal ganz kurz in die Statistik rein. Ich will das noch wissen, bevor wir hier Schluss machen. Wie das momentan renntechnisch aussieht. Was wir überhaupt noch fahren müssen alles. Ich weiß es gar nicht. So, wir sind auf Stuff. Want to add some spring in your step? Quick draw, keeping your exhaust notes legal. Street Racing Special. Special mit... Warum schreiben die ein Special mit EI?
gibt's auch wieder 1092 für. Ja, haben wir doch wieder einiges auf der Karte beendet. Jetzt gucken wir noch ganz kurz rein. Wir sind in Stufe 4 bei 70%. 24 nochmal, also 6 Rennen brauchen wir noch. Wir haben die Sponsoren-Events alle. Wir brauchen noch 6 URL-Rennen und ein DVD-Cover. Das heißt, wir sollten dringend mal anfangen, ein paar URL-Rennen zu fahren. Hier in der Nähe sind auch 2. Das heißt, können wir uns direkt beim nächsten Mal drum kümmern. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns morgen wieder in Need for Speed Underground 2. Euer Walle. Bye, bye.